Nach Einbruch der Dunkelheit greifen die Hyänen an. Den vier Löwinnen können die Hyänen durchaus gefährlich werden. Die Löwenbabys flüchten auf die Bäume. Bald folgen ihnen auch ihre Mütter. Diese Nacht gehört den Hyänen. Doch plötzlich lösen sich die alten Löwenmännchen aus der Dunkelheit. Schlagartig ändert sich das Kräfteverhältnis. Sie holen den Kopf der Königin. Löwen und Hyänen befinden sich in einem ständigen Konkurrenzkampf um die Nahrungsreserven der Savanne. Das macht sie zu Todfeinden.